ich möchte euch heute gerne eine kleine Geschichte vorstellen vom Wald, von der Cornelia Beeth aus dem Pritzwald, die mich total berührt hat. Und sie hat eine kleine Sammlung zusammengestellt. Sie ist auch Kursleiterin für Waldbaden. Und ich möchte euch ganz gerne eine Geschichte vorstellen, die heißt Vom Streit zwischen Wurzel, Blatt und Stamm. Es war einmal vor langer, langer Zeit, als nicht nur die Bäume sprachen, sondern auch das Blatt, die Wurzel und Stamm eine Stimme hatten. Damals kam es auf einer Eiche zu einem heftigen Streit. Das Blatt meinte, dass sie das Allerwichtigste am Baum sei. Ich fange das Sonnenlicht ein und sorge dafür, dass unsere Eiche leben kann. Ohne mich wäret ihr anderen nutzlos. Ihr solltet mir daher mit besonderem Respekt begegnen,